Ja, also ich bin schon stolz, muss ich sagen, ein Flenösser zu sein, im Flenössertal zu wohnen. Es ist fast ein Erlebnis, allemal ein anderes Erlebnis, ein neues Erlebnis, wenn man heute auf die Almen geht und sieht oben die Berge, was einen, wenn man abends geht, vor die Rauen wachsen. Ja, das Flenösser Brillenschaf, das findet man eigentlich, wenn man schaut in die Dolomiten, in die ganzen Dolomitengebiete. Es eignet sich sehr für hohe Almen, also Almen über 2000 Meter. Ja, am Anfang war es so, dass man eigentlich die Wolle, ja, wir haben die Schafe geschoren und dann kamen die, was dienen wir mit der Wolle. Ja, jetzt haben wir die. Also, wir haben sie nicht einmal gekannt, die Mülltieren, wir haben die sogar gemäß entsorgen, also dafür zahlen, für dass wir die Wolle können wegziehen. Les montagnes n'appartiennent à personne, elles sont le décor et on est là pour écrire des histoires à l'intérieur de ce décor. Je vis dans les montagnes, je pratique l'escalade, le ski, l'alpinisme dans ces montagnes. J'ai besoin d'avoir des vêtements techniques qui me tiennent chaud, où je me sens confortable en les portant. Mais si en plus de ça, je sais que leur fabrication a eu un impact le plus bas possible sur l'écosystème, c'est une grande satisfaction pour moi. La pecora non è un animale invadente, è leggera, cura i pascoli di altitudine, preserva la flora alpina. E in più, essendo leggera, non rovina i terreni, e questo è un aspetto molto importante. L'idea è nata 6 anni fa. Stavamo lavorando con i tessuti tradizionali che venivano usati nel nostro territorio. Volevamo raccontare questa capacità artigianale alle persone che usano il Brezza-Leva. Tirol Wool Responsive è una tecnologia ibrida, termoregolatrice. L'isolazione è costruita con la lana autoctona. Usiamo la lana della pecora tirolese di montagna e della pecora Brillenschaft della Val di Funes e la portiamo in simbiosi con una fibra avanzata che usa minerali naturali e reattivi ai raggi infrarossi lunghi. La fibra di lana è una fibra altamente performante, porta una grossa protezione perché praticamente la fibra ti aiuta nell'adattamento negli sbalzi di temperatura. La fibra responsive invece supporta l'ossigenazione della microcircolazione del corpo riflettendo i raggi infrarossi lunghi emessi dal calore del corpo. Così l'energia dell'atleta o della persona viene assistita. Ja, mittlerweile ist wieder so, dass man wieder mit der Schafzucht aufwärts kommt. Also, ich sage, es sind schon wieder einige Bauern oder der eine oder andere, was sich die Frage stellt, ob er nicht das Schaf auch selber in seinen Hof aufnimmt. Con questo progetto supportiamo l'economia agricola del territorio, supportando chi alleva pecore e contribuisce così in maniera molto attiva e positiva alla preservazione del paesaggio alpino. Appartenere a un endroit, c'est l'aimer, c'est le connaître cet endroit e c'est surtout le respecter.
J'essaye d'être responsable avec cet écosystème. J'essaye de faire les bons choix pour le préserver pour les générations futures.